Putins Truppen, sie kommen in der Ukraine zunehmend unter Druck. Es ist Tag 221 des Krieges und nach der bitteren Niederlage in der Schlacht um die strategisch wichtige Stadt Liman im Osten des Landes gärt in Moskau die Wut. Mehrere hochrangige russische Politiker fordern ein Köpferollen bei der Militärführung und gar den Einsatz von Atomwaffen. Bei einem Spontanbesuch in Odessa kündigte Verteidigungsministerin Lambrecht die schnelle Lieferung des hochmodernen Flugabwehrsystems Iris-T an. Wie bedrohlich die Lage aber weiter ist, zeigt jedoch die Tatsache, dass die SPD-Politikerin um 1 Uhr in der vergangenen Nacht zum zweiten Mal wegen Luftalarms in einen Bunker musste. Der aktuelle Kriegsüberblick von Antje Dietrichs. Durch die vollen Straßen von Odessa schlängelt sich ein Konvoi, der einen wichtigen Gast transportiert. Christine Lambrecht ist in ihrer Funktion als Bundesverteidigungsministerin zum ersten Mal in der Ukraine. Der Besuch wird im Vorfeld geheim gehalten. In Odessa trifft sie ihren ukrainischen Amtskollegen und macht sich ein Bild der Lage. Gleich zweimal muss die Ministerin wegen Luftalarms in einem Bunker Schutz suchen. Und sie hat schwere Waffen im Gepäck. Deutschland will der Ukraine zunächst 4 Systeme des Typs Iris-T SLM zur Verfügung stellen. Das Luftabwehrsystem soll künftig ukrainische Großstädte schützen. Stückpreis 140 Millionen Euro. Denn in den annektierten Gebieten gehen die Kämpfe weiter. Im Donbass verkündet der ukrainische Präsident stolz weitere Landgewinne. Die ukrainische Bewegung wird weitergehen. Die ukrainische Flagge weht bereits in Lyman, Region Donetsk. Die Kämpfe sind noch im vollen Gange, aber es gibt dort keine Anzeichen mehr für ein gefälschtes Referendum. Lyman haben die ukrainischen Streitkräfte zurückerobert. Zuletzt waren hier 5000 russische Soldaten nahezu eingekesselt. Die Lage offenbar aussichtslos. Das Verteidigungsministerium verkündet deshalb am Nachmittag die Befreiung von Lyman. Für die Ukraine von großer Bedeutung. Das ist deshalb wichtig, weil das ein logistischer Knotenpunkt für die russische Truppenversorgung anderswo ist. Und von Liman auch erreicht man dann mit Systemen wie HIMARS und MARS-2 auch die großen logistischen Versorgungsrouten der russischen Armee. Die russischen Truppen geraten nicht nur dort in Bedrängnis. Auch aus Kupjansk haben sie sich zurückgezogen. Und wieder gibt es Anzeichen für Kriegsverbrechen. Die russischen Besatzer sollen mindestens 20 Zivilisten getötet haben, die vor dem Beschuss fliehen wollten. Dazu die Sorge, dass Putin Atomwaffen einsetzen könnte. Der Tschetschenführer Kadyrov forderte Putin auf, das in der Ukraine zu tun. Deshalb meint nicht nur die Bundesverteidigungsministerin, dass die Ukraine weiterhin unterstützt werden muss. Das machen auch die USA und versprechen weitere 12,5 Milliarden Euro. Er kann nicht das Territorium seines Nachbarns an sich reißen und damit davonkommen. So einfach ist das. Wir werden den Kurs beibehalten. Wir werden weiterhin militärische Ausrüstung bereitstellen, damit die Ukraine sich selbst, ihr Territorium und ihre Freiheit verteidigen kann. Unterdessen melden russische Behörden, den Chef des Atomkraftwerks Saporischschja festgenommen zu haben, angeblich um Fragen zu beantworten. Seit März ist das Kernkraftwerk von russischen Truppen besetzt. Ja, die Situation in der Ukraine und in Russland lassen wir einordnen von unseren Korrespondenten. An diesem Sonntagmorgen ist Max Hermes für uns in Plavlorad in der Ostukraine und aus Moskau zugeschaltet. Christoph Wanner, guten Morgen erstmal ihr beiden. Max, wir schauen auf den Spontanbesuch von Verteidigungsministerin Lambrecht. Wie wichtig sind diese Luftabwehrsysteme vom Typ Iris-T für die Ukraine? Also wenn man da allen Herstellerangaben glauben mag und dem, was die Bundeswehr auch sagt, kann mit diesem System eine mittlere Großstadt beschützt werden. Also das System besteht aus einer Leitstelle und 3 Raketenabschussvorrichtungen. Und damit können beispielsweise Hubschrauber, aber auch ballistische Kurzstreckenraketen außer Gefecht gesetzt werden. Und man darf sich das so vorstellen, eine Großstadt wie Kiew, da bräuchte es 2 Systeme, aber kleinere Großstädte dann ein solches System. Und das würde natürlich bedeuten, dass die russischen Raketen schon aus der Luft abgefangen werden könnten und so Einschläge dann verhindert werden könnten. Also das würde der Ukraine sehr viel mehr Sicherheit bringen. Und deshalb ist das wohl offensichtlich auch jetzt so wichtig, dass dieses System bald hier in wenigen Tagen, das hat Christine Lambrecht angekündigt, in der Ukraine eintreffen wird. Weitere Systeme sollen folgen und dann die Städte hier besser abgesichert werden. Max, auf der anderen Seite, zum zweiten Mal musste also die SPD-Politikerin in einen Bunker wegen Luftalarm. Was weißt du denn zumindest über die Lage in Odessa am Schwarzen Meer? Da ist ja in den letzten Tagen nicht so viel geschehen. Genau, tatsächlich ist Odessa jetzt keine direkte Frontstadt. Also es hat auch 2 Iskander-Raketen gegeben, die gestern dort eingeschlagen sind. Aber die haben ein Industriegebiet getroffen. Da sind keine zivilen oder militärischen Opfer
jetzt gemeldet worden und auch in den vergangenen Tagen ist es ruhig geworden. Am 27. und am 29. September, da musste ich einmal erst nachschauen, weil die Meldungen aus Odessa tatsächlich jetzt nicht so häufig sind, hat es dort auch Raketeneinschläge gegeben, aber dort keine Zivilisten ums Leben gekommen. Die Kämpfe spielen sich eher in anderen Regionen ab, beispielsweise in der nahen Stadt Mykolajew, die Christine Lambrecht ja auch besuchen wollte. Dieser Besuch wurde dann allerdings abgesagt, aus Sicherheitsgründen, weil Mykolajew umkämpft ist. Odessa selbst gilt allerdings als relativ sicher. Der ukrainische Präsident Zelensky, Max, der reagiert ja nur mit Genugtuung auf diese russischen Niederlagen der vergangenen Tage und Stunden. Was bedeuten diese Entwicklung also für das weitere Kampfgeschehen? Vor allem Liman, das haben wir auch immer wieder in unsere Schalten hier betont, ist ja eine sehr strategisch wichtige Stadt. Die sichert auch den Zugang zu den nahen Städten Krimina und Svatove. Und gerade Svatove ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Und da kann die Ukraine jetzt weiterhin vordringen. Dadurch, dass sie jetzt Liman befreit hat, werden da weitere Routen möglich. Und die Ukraine kann sich da jetzt weiter vorkämpfen. Und das bedeutet auch, sie kann sich weiter an das Gebiet Luhansk herankämpfen, was ja besonders wichtig ist, weil die Russen das als komplett besetzt schon gemeldet haben. Und man schaut natürlich auch mit Genugtuung darauf, dass es jetzt gärt in Moskau. Dort wird schon die Abberufung eines hohen Generals gefordert, der für diese Niederlage verantwortlich ist. Also das alles gibt hier den Truppen in Kiew nochmal Auftrieb und zeigt, dass die ukrainische Armee hier deutliche Fortschritte macht. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.